Hallo meine lieben Freunde. Ja, ich versuche heute mal maximal professionell zu sein, denn wir haben gerade meinen Transponder von dem Rode-Mikrofon verloren bzw. verlegt. Also ich, nicht wir. Und deswegen nehme ich heute mal ausnahmsweise wieder mit dem Standardmikrofon auf. Heute ist es zum Glück nicht so windig, dann geht das auf jeden Fall. Ich versuche meine Angenervtheit heute ein bisschen zu unterspielen und drücke mir die Daumen, dass ich das wiederfinde. Und wir versuchen gerade eine ehemalige Torpedo-Teststation zu finden. Wir sind mitten in Kroatien und versuchen hier gerade auf das Gelände zu kommen. Die Drohne ist auch mit dabei und die? Emily. Emily ist auch mit dabei. Also von daher drückt uns mal die Daumen. A, dass wir es wiederfinden und B, dass wir auch für euch ein wunderschönes Video zaubern. Also in diesem Sinne, viel Spaß. So, dank Emily Spürsinn haben wir den Eingang gefunden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch direkt hinkommen und schaut euch mal die Gegend an. Wunderschön mit den Bergen im Hintergrund, das Meer. Wir haben heute den 23. oder 24. Oktober. Wir haben hier locker mal 23 Grad bestimmt, T-Shirt, theoretisch sogar kurze Hosewetter. Also mehr geht nicht. Meine Freunde, wir haben sie gefunden. Sie liegt direkt vor uns und ich zeige euch die mal. So, da ist sie. Haben gerade ein bisschen Gegenlicht, aber ich denke, vielleicht könnt ihr sie schon erahnen. Leider ziemlich runtergerockt, aber die Geschichte dahinter ist wieder mal sehr spannend. Die erzähle ich euch gleich, wenn wir da sind. Erstmal gibt es ein bisschen epische Musik. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Drohne hat zwar hinten Sensoren, sie hat auch gemeldet, dass da was ist, aber sie ist trotzdem dagegen geflogen und die Drohne hat einen Totalschaden. Ich bin jetzt ziemlich angepinkelt, weil ich erst das Teil von dem Rode-Mikrofon verloren habe oder verlegt habe und jetzt noch den Totalausfall von der Drohne am Anfang des Urlaubs. Brauche ich eine Taschenlampe? Manchmal ist das Leben einfach bitter. Zitronen, habe ich gerade gesagt. So, wir gucken uns jetzt den Hexengrund an und hier ist natürlich wieder windig. Dementsprechend könnte man natürlich sehr gut jetzt das Lavalier-Mikrofon gebrauchen. Ach Leute, manchmal ist das einfach nur traurig. So,
So, das wird wahrscheinlich die Vorrichtung gewesen sein für den Torpedo. Man hatte hier die Möglichkeit, die Richtung einzustellen. So, und dann hat man hier aufs offene Meer geschossen. Es gab in Summe 3 von diesen Positionen. Hier ist die 2. Das dürfte auch eine 3. gewesen sein. Und da schaut mal, wie dünn das ist. Da muss man echt aufpassen, dass wir nicht heute noch bei unserem Glück da reinfallen. Ja, jetzt heißt es Professionalität bewahren und durchziehen. So, das waren die Schienen. Hier hat man die Torpedos hingebracht und dann wurden die hier aufs offene Feld geschossen. Da oben war der Beobachter. Da kommen wir aber leider nicht mehr drauf. Aber schon schön, oder? Mit der Kulisse da im Hintergrund. Auch hier die ehemaligen Schienen. Hier ging es damals weiter. Man hat das zugemauert. Bedeutet das Original, das, die Wand mindestens mal ist auch original. So, und hier nochmal der Blick zurück. Sogar noch die alten Kabel. Könnten allerdings auch Schweißkabel sein, moderne. Hier sind auch noch Schienen und die Fenster sind sogar noch da drin. Da vorne könnten wir eventuell noch Beobachtungsbunker haben. Da gehen wir mal hin. Hier haben wir so einen Verteiler bzw. so eine Weiche. Da konnte man sagen, da kam die her. Dann hat man das gedreht und dann zu den verschiedenen Plätzen gebracht. Ja, vielleicht habt ihr es gehört, die Drohne, nee, ihr könnt es gar nicht gehört haben, die Drohne hat ja kein Mikrofon. Die hat sogar noch gesagt, dass da ein Hindernis ist. Piep, 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 piep. Ich dachte so, ja, dann kann ja nicht viel passieren. Und dann ist sie noch ein Stück weiter nach hinten geflogen und ist dann dagegen gefallen, gegen geflogen. Hat dabei eine Wand berührt, ist dabei runtergefallen und beim Po noch. Ich musste neu aufnehmen und zeige euch nochmal hier ein Gebäude mit den originalen Fensterrahmen. Hier vorne habe ich noch einen originalen Schrank gedeckt. Wahrscheinlich für die Ergebnisse der jeweiligen Torpedoabschüsse D7506A35. Da vorne steht noch einer. Und hier könnt ihr noch die originalen Fensterrahmen erkennen. Aber mehr als eine Ruine ist es dann auch nicht. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht noch in einen Nagel reintrete bei meinem Glück. Hier seht ihr das Gebäude noch mal von außen mit dem Fensterrahmen. Und da vorne sind die Beobachtungsbunker. Natürlich nur leicht verbunkert, eigentlich sind es sogar nur Gebäude. Wir gucken uns das mal vom Namen an. Weil das war ja eine Teststation und hier wurde nicht gekämpft. Hexengrund nennt man das übrigens, diese Torpedo-Testanlage, Hexengrund. So, wir gehen jetzt einmal hier rauf und drehen uns jetzt einmal um und schauen uns die wunderbare Kistenlinie an. Unvorstellbar schön. Und da vorne kommt schon das Unwetter. Das war für
11 Uhr angekündigt. So, wir müssen uns also beeilen. Hier ist der Beobachtungsstand, das ist kein Bunker. Das ist auch nicht verbunkert, das ist einfach nur ein gemäuerter Stand. Und hier konnte man den Verlauf der Torpedos und die Auswirkungen dann sehen. Und da vorne ist noch ein kleiner Unterstand. Da vorne ist sicherlich auch noch mal spannend. Aber da kommen wir von hier aus nicht hin. Ich sag mal so, bevor da vorne der große Regen kommt, es sind 8 Liter pro Quadratmeter angekündigt worden. Seit gestern weiß ich, was 27 Liter pro Quadratmeter bedeutet. So, ich beeil mich mal. So, wir sind wieder zurück. Ich habe jetzt mit Emily vereinbart, sie holt das Auto. Das steht ungefähr 500 Meter weg. Ich nutze die letzten Minuten, um noch ein paar trockene Detailaufnahmen mit der Kamera zu machen. Und dann auch einige GoPro-Videos, Entschuldigung, TikTok-Videos mit dem Handy. Boah, schon imposant, Leute. Es ist wirklich mächtig und imposant. Zustand ist genau richtig, leider verfallen, aber es macht den morbiden Charme aus. Hier übernachten Obdachlose, da gehen wir nicht ganz so nah dran. Isolatoren sehen wir noch. Die Treppe ist komplett weg, oben war der Beobachter drauf. Die Beleuchtung sehen wir noch. Wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht reingleite. Weil das ist hier nicht lustig, wenn man da runterfällt. Hier ist irgendein Mechanismus mit einer Schnecke. So, und ich zeige euch nochmal, wo man hätte rausgeschossen. Da. So, mit diesen letzten Bildern, meine Freunde, verabschiede ich mich. Und wir fahren jetzt zu der nächsten Location und da hoffe ich mal, dass wir ein bisschen mehr Glück haben mit allem. Also in diesem Sinne, drückt mir die Daumen, dass ich das rote Wireless wieder finde, dass ich irgendwie eine Drohne kaufen kann. Und in diesem Sinne, wenn das Ende des Videos ist, dann vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wenn nicht, dann macht euch auf ein spannendes weiteres Abenteuer gefasst. Bis gleich. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Und zwar haben wir gerade am Wegesrand ein Museum, wahrscheinlich ist es ein Museum, entdeckt. Hier stehen nämlich ganz viele verschiedene Panzer. Und ich sehe auf jeden Fall einen Sherman-Panzer, einen deutschen Panzer, irgendein T-55 wahrscheinlich. Und das könnte auch ein Long Tom von den Amerikanern sein. Wir schauen mal, dass wir da reinkommen. Das sieht nämlich sehr, sehr spannend aus. Und das Museum scheint in den ehemaligen Gemäuern
eines Gebäudes zu sein. Ich zeige euch das mal. Und vielleicht, These, hat dieses Gebäude in dem Jugoslawienkrieg eine Rolle gespielt. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Schaut mal hier an der alte Brücke. Und wir gucken mal, wie wir hier reinkommen. Die Frage ist halt, ob das auf hat. Weil wir wollen ja nicht umsonst hier rein. Wir wollen ja schon auch dafür bezahlen. Portemonnaie habe ich dabei. So, mal gucken, ob die Tür aufgeht. Und sie geht nicht auf. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich ist jetzt dieses Museum geschlossen. Ich schaue mal auf mein Handy. Und ihr dürft hier schon mal die verschiedenen Fahrzeuge anschauen. So. Okay, wir sind hier. Nicht so stark besucht. Schließt um 18 Uhr. Also es ist auf. Ich bin mal gespannt, wo wir reinkommen. Weil wir wollen uns ja hier nicht den Eintritt erschleichen. Hier in Kroatien ist eh alles sehr günstig. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Eingang ist. So, meine Freunde. Also, ich kaufe mir eben ein Ticket und dann melde ich mich wieder. So, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Also, nicht geplant. Knappe 8 Euro für das Museum. Ich habe leider nicht verstanden, worum es konkret geht, aber hier in The Homeland War, also der Heimatkrieg von 1991 bis 1995 und die kroatischen Verteidiger und Zivilisten kämpften gegen die große serbische Aggression. Und das Gebäude tatsächlich, Leute, ist noch original. Und hier sehen wir ganz, ganz viele Einschusslöcher. An dieser Stelle schon mal Entschuldigung, dass ich mich mit diesem Konflikt nicht auseinandergesetzt habe. Deswegen werde ich euch hier leider keine Detailinformationen nennen. Und die Informationen sind auch nicht auf Englisch, sondern auf Kroatisch. Deswegen werde ich auch hier wenig zu diesem Konflikt und zu diesem Verlauf mitteilen können, weil ich es einfach nicht lesen kann. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal um und vielleicht haben wir die Möglichkeit, hier spannende Dinge zu entdecken und leider in dem Konflikt, wie in vielen anderen auch, werden natürlich Minen eingesetzt. Das sind Stolperdrähte. Wenn die gezogen werden, dann detoniert diese Granate und ihr seht diese ganzen kleinen feinen Teile, die werden dann zu Splittern und mit einer ungeheuren Wucht gehen die dann durch Mensch und Tier. Bazooka, noch eine größere Bazooka, M80, das könnte M60 sein. Hier ein Mörser für Steilfeuer, bedeutet, wenn man Menschen hat oder Soldaten hat, die im Graben sind, dann kann man die damit bekämpfen, weil man keinen direkten Schuss hat. Das ist die Verpackung dafür, 60 mm. Also ich glaube, wenn man sich hier mit diesem Konflikt beschäftigt, dann können wir definitiv sehr viele spannende Gebäude, Reste und Relikte sehen und finden, weil der ja natürlich noch nicht so alt ist wie der Zweite Weltkrieg. Und hier seht ihr einige Projektile, Teile von Projektilen, eine Granate, die nicht vollständig detoniert ist. Das ist eine Mörsergranate. Und diese Granaten erzeugen einen fürchterliche Verletzungen. Hier, das sind die Flügel, die sind normalerweise in dem Rohr, in dem Lauf sind die eingeklappt. Und sobald sich das Projektil aus dem Lauf entfernt, entfalten sich die Flügel. Hier konnte man direkt 4 Mörsergranaten auf einmal zünden. Wahrscheinlich was Selbstgebautes. Ist auf jeden Fall mal spannend, eine Pistole mit einem Gewehrlauf. Das ist auch krass zu sehen. Eine Claymore, eine riesige. Also hier ist sogar was eingeritzt. 4.11.91.
Das könnte eine Kalaschnikow sein mit einem Mörsertopf, genau. Das wurde auch schon im Zweiten Weltkrieg fast benutzt, aber ein bisschen abgewandelt. Granatwerfer. Überlegt mal, Leute, das sind wirklich alles Kriegswaffen. MG42, das erkennt man an den ovalen Lüftungsöffnungen. Und diese Maschinengewehre oder diese Waffen genereller Natur, die sind nicht zur Verteidigung gebaut, sondern die sind zum Angriff gebaut. Hier nochmal die Granaten. Natürlich wurden sie dann auch vom Verteidiger für die Verteidigung genutzt. Aber grundsätzlich, übrigens, das schauen wir uns heute noch an. Ich hoffe, ich kriege die Drohne zum Laufen. Sind die Waffen zum Töten gebaut? Von der Waffenindustrie, von der Politik. Und egal, ob man sich dafür interessiert oder nicht, wenn man den Hintergrund dafür weiß, dass diese Waffen Menschen töten, ist die Geschichte dahinter nicht mehr heroisch und auch nicht mehr schön. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass es keine weiteren Kriege gibt. Weil am Ende des Tages sehen dann die Straßen, da wo man selber wohnt, so aus. Alles Grußkarten, Todeskarten nachempfunden. Hier hat man die Möglichkeit, selber so eine Karte zu schreiben für die Leute, die hier in diesem Museum waren. Das ist ein Schuh, der komplett verkohlt ist. Vielleicht sogar noch mit Menschenresten drin. Also unvorstellbar. Und in jedem Konflikt wird auch die Zivilbevölkerung mit in Mitleidenschaft gezogen. Und auch teilweise sogar bewusst umgebracht. So, ich glaube hier oben. Mal gucken, ob wir noch weiter hoch können. Da vorne ist das Gebäude, das schauen wir uns gleich natürlich auch an. Ein Kartenraum mit ganz vielen Fotos. Und wie ihr seht, Leute, Soldaten sind ganz normale Menschen. Brüder, Schwestern, also mittlerweile Schwestern, Onkel, Väter, die irgendwann aufgrund von Verrohung wirklich auch alles schon gesehen haben und vieles auch mitmachen oder sich vielleicht auch im Zweifel dagegen stellen. Aber so will doch keiner leben, Leute. So wollen wir alle nicht leben. Viele Bilder sind gestellt, wie man sieht. Übrigens, es wird ja im Krieg nicht nur gekämpft, sondern ein Großteil des Krieges besteht aus Warten. Und das ist, glaube ich, mindestens mal genauso zermürbend, originale Karten. Selbst in einem digitalisierten Krieg wird noch viel mit Karte gearbeitet. Auch wenn uns suggeriert wird durch verschiedene YouTube-Videos etc., dass das alles vollständig digital ist. Das ist es nicht. Es ist viel noch analog. So, wir gehen runter. In diesem Krieg wurden auch schon Drohnen eingesetzt. Das ist hier eine der ersten Drohnen, die es damals gab. Unten finden wir die Kamera für die Aufklärung. Und ich lese euch einmal vor, was wir hier auf dem Flyer finden. Die Stadt Karlovac, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und seine Verteidiger erlitten im Heimatkrieg schwere Angriffe, waren aber für die Verteidigung des kroatischen Territoriums und die Schaffung der unabhängigen Republiken Kroatien unentbehrlich. Die Stadtfestung Karlovac in Form eines Sterns war schon immer ein wichtiger Teil der europäischen und kroatischen Geschichte. Das einmalige Heimatkriegsmuseum Karlovac Turanje erzählt die Geschichte von der Furchtlosigkeit der kroatischen Verteidiger und von der Stadt, an den vier Flüsse, die unbesiegt blieben.
So, also ich habe innen drin schon alles aufgenommen. Das ist unser Austrittsticket gleich. Und ich gehe noch mal kurz rein. So, bitteschön, die beiden Sachen. So, also das Ticket ist gleichzeitig Park-Ausfahrt-Ticket. Und auch hier die Möglichkeit, dass ich in das Outdoor-Museum reinkomme. 8 €, wie gesagt. Und hier sehen wir schon einige Relikte aus der damaligen Zeit. Das ist ein Krupa-Bunker M61. So sah der damals aus. Außen Sandsäcke drauf für die zusätzliche Befestigung. Und ja, relativ einfach, das ist natürlich ausgeschweißt worden. Hier ist sogar ein Einschussloch drin. Das war damals der Ausguck. Also hier hat man rausgeguckt und rausgeschossen. Und tatsächlich wurde der auch im Krieg eingesetzt, so wie das aussieht. Ja, und die meisten Länder bauen ihre Waffen ja nicht selbst, sondern kaufen die Waffen ein. Und das ist hier die Howitzer M37 von den Amerikanern. Die wurde auch spät im Zweiten Weltkrieg noch eingesetzt und hatte natürlich, also es war eine schwere Kanone, wie ihr seht, eine riesige Reichweite und eine riesige Zerstörungskraft. Topzustand. Das nennt man übrigens Lafette hier. Die konnte man hinten anhängen. Und die wurde von der USSR gebaut, also der Sowjetunion. Aber ursprünglich kam die Howitzer aus Amerika. Die haben ja ihre Patente damals auch abgegeben, damit auch andere Länder diese Waffen bauen konnten, damit die Wege nicht so weit waren und die Kosten natürlich woanders waren. BRDM2, Schützenpanzer. Konnte anscheinend auch, ob der schwimmen konnte, weiß ich nicht. Aber für die Straße konnte er noch mal seine 2 Reifen runterlassen pro Seite. Um schneller zu sein. Nee, schwimmfähig war er nicht. Ich hätte gesagt, er wäre auch schwimmfähig. Flacher Aufbau, durch die Reifen sehr schnell. Und konnte einige Personen dann auch transportieren. Und das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe hier. Ein Antiterrorist Armored Vehicle Strasco. It was one of the improved armored fighting vehicles. Also es ist eins der erprobten gepanzerten Kampffahrzeuge zum Beginn des kroatischen Widerstandes. Zwei Leute, Soldaten, 9,2 Tonnen und 70 PS. Also für diesen Panzer, für dieses Ungetüm, muss man ja schon fast sagen, 70 PS ist sicherlich nicht viel. So, hier nochmal der Blick auf die Fahrzeuge. Ich habe gerade den Akku gewechselt. Emily war so nett und hat mir einen gebracht. Wir haben nämlich nur ein Ticket geholt. Hier nochmal die sehr außergewöhnlichen Fahrzeuge. Ich glaube, die sind selbst gebaut. Ob es da wirklich viele von gab, mag ich zu bezweifeln. Hier nochmal wunderschöner Blick. Also, nicht falsch verstehen, ne? Der Blick auf die Einschusslöcher, auf das Fahrzeug. Die meisten haben Stand gehalten. Also, da muss man sich ja schon richtig krass gefühlt haben, wenn man hier drin war. Weil hier zum Beispiel ging einer durch. Wir haben auch Flugzeuge hier auf dem Gelände und auch eine Burg. Oh. So, meine Leute, ich bin wieder da und wir haben gerade die Panzer uns angeschaut und jetzt schauen wir uns die Flugzeuge an. Und dieses Flugzeug gehört zu der 117. Aviation Wing of the Yugoslav Air Force. It first took off the 7th November of 91. From the JNR Airbase Celjava, da fahren wir gleich hin, near Bihak, Bosnia and Herzegovina, with the purpose of bombarding. Okay. Training area, shortly. Also, das Flugzeug ist gestartet von dem Hangar, wo wir uns heute noch hinbegeben werden. Wir werden es heute wahrscheinlich nicht mehr sehen können, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Und da wurde es dann entweder abgeschossen oder bei einem Trainingsflug ist es dann abgestürzt. Das konnte ich leider jetzt hier aus dem
sehr schlecht lesbaren Schautafeln nicht ablesen. Das ist nämlich alles schon ziemlich verrostet. Also es kümmert sich hier leider keiner mehr um die Hinterlassenschaften. Das ist sehr, sehr schade, weil wenn man sich schon hier Mühe gibt für ein Museum, dann sollte man es auch erhalten, finde ich. Aber um sich das Flugzeug einmal anzuschauen, hinten war das Triebwerk drin, da sieht man es sogar noch. Das ist hier ist der Nachbrenner. Das konnte nach oben, also klein und groß gemacht werden, um den Schub zu maximieren. Und ja, wie gesagt, ich kann leider nicht lesen, ob es abgeschossen wurde oder ob es hier durch einen Unfall abgestürzt ist. Da sehen wir das Triebwerk. Hochtechnologie. Und interessanterweise, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, die Technik der Me 262 war nicht viel anders. Technik war ungefähr gleich, aber natürlich nicht so präzise gefertigt. Genau, das haben wir uns alle schon angeguckt. Jetzt gehen wir hier einmal zu diesem riesigen Flugzeug. Das haben wir auch gerade von der Straße gesehen. Das war der Grund, warum wir hier überhaupt angehalten haben. Aber bevor wir uns das angucken, zeige ich euch hier noch mal einen Nebelwerfer. In Deutschland heißen die Nebelwerfer. Hier heißen sie LMLRS RAC 12 M290 Multiplicke Launch Rocket System. Kaliber 10,7, 12 Tubes, 613 Kilo schwer. 5 Leute haben das bedient. Und ja, in Deutschland hat man dazu Nebelwerfer gesagt. Stalinorgel, natürlich die längeren. In der UdSSR, also damaligen Sowjetunion oder umgangssprachlicher Russen genannt. Und das ist schon heftiger. Da gucken wir gleich mal, wie viele Kartuschen oder Raketen da reinpassen. Und hier haben wir wahrscheinlich eine CIS, also eine Flugabwehrkanone. Und das dürfte 2 cm sein. Mal schauen. Wir gucken uns das mal an. Also, M38 Antitankern aus Deutschland 1938, deswegen auch M38. Leichtes Flugabwehrgeschütz. Ist ein Prototyp der Flak 38 für Fliegerabwehrkanone. Und entwickelt 1938, 450 Kilo schwer, Kaliber 2 cm. Genauso wie ich gesagt habe. Also klassisch 2 cm. Und die sind dann in der Luft explodiert, die Geschosse. Und haben durch die Splitterwirkung dann die Flugzeuge auch abgeschossen. Selten, dass man sogar noch das Polster sieht. Und ihr seht, das war definitiv nicht bequem. So, das müsste wie gesagt eine CIS sein. Wir gucken mal. Und nee, das ist eine ZU-37. 2A-13 Antitank von den Sowjets. 950 Kilo schwer, 17 Kugeln pro Minute. Kugelgewicht knapp 180 Gramm und 2000 Schuss. Ja, schaut euch das mal an. Also das ist brutal. Häufig wurden diese Waffen auch gegen Soldaten am Boden eingesetzt. Und hier brauchte man 2 Personen für die Bedienung. Hinten brauchte man nur eine. Genau, hier haben wir 36 Schuss. Nennt sich LVLR M93A2 Kaplja. Und Kaliber 7 cm, Länge 3,15 Meter und 250 Kilo schwer. Damit konnte man natürlich nicht zielen, aber die psychologische Wirkung dieser Waffe war schon extrem. Hier haben wir das Flugzeug. Wir gucken einmal, um welches Flugzeug es sich handelt. Haben sie schön gemacht hier mit diesem Bogen, dass es in der Luft ist. 2 Tauben sind hier drauf. Das ist ein MiG 21. 5,3 Tonnen, eine Person Besatzung, Länge knappe 16 Meter, Höhe 4,12 Meter und 7 Meter Spannweite, 2230 Kilometer Spitze. Und da seht ihr diese Mehrfachraketenwerfer, die waren auch nicht gut im Zielen, sondern man hat quasi ähnlich wie ein MG dann mit dem Flugzeug draufgehalten und dann auch abgeschossen. So, M1. MK2 Anti-Tankern, klassisches Standardgeschütz der damaligen Armee, genauso wie die anderen auch, also muss man dazu sagen. Und konnten meistens so auf 1,5, 1 Kilometer noch wirksam
Panzerstahl durchbrechen. Je größer das Kaliber, desto größer natürlich auch die Durchschlagskraft. Hier haben wir dann eine CIS. Entschuldigung, eine CIS ist kein Flugabwehrgeschütz, sondern ist ein Pack. Und das ist die M42 CIS. Und die kennt ihr sicherlich. Das ist normalerweise eine deutsche 8-8. Aber in diesem Krieg wurde sie umgenannt, und zwar MK3A. Und normalerweise war das eine deutsche 8-8, wobei das eigentlich eher eine 10-5er war. Ne? Korrigiert mich gerne, ich würde sagen, das ist eine 10-5er, aber trotzdem ursprünglich ein deutsches Modell. Ursprünglich. Man hat ja damals die ganzen Waffen auch nachgebaut. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Möchte nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ein extrem gut erhaltenes Modell. Das hier nennt man übrigens Protze, damit man die Flak dann auch transportieren kann. Die wurde dann häufig auch abgesetzt. Das konnte sogar theoretisch eine Person alleine tun bei der 8-8. Ob das hier der Fall ist, weiß ich leider nicht. Und auch wieder aufmontieren übrigens. Man hat das wirklich sehr einfach gebaut. Da nochmal die MiG. Und das könnte vielleicht wirklich hier der Long Tom sein. Das ist eine 203, also unfassbares Kaliber. Aber das ist wahrscheinlich wieder so Howitzer M2 203 Kaliber. Genau, amerikanisch. 14 Leute mussten dieses Ungetüm bedienen, Leute. 14 Leute. Ich glaube, das ist der Long Tom, umgangssprachlich. Und hier haben wir ein amphibisches Fahrzeug. Oben ist ein, wie sagt man dazu, ein Schiff, also ein Boot drauf. Unten Vollkette. Da war der Fahrer und die Besatzung. Und dann konnte man das umklappen. Und dann hatte man ein Schiff für das Übersetzen. Ja, wir haben halt festgestellt, gerade in Kroatien mussten wir viele Tunnel durchfahren. M18 Hellcat, amerikanischer Panzer, sieht dem deutschen Panzer sehr, sehr ähnlich, finde ich, oder? Was meint ihr? Ist aber ein amerikanisches Modell. Und der Zustand ist wirklich atemberaubend. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Selbst die Gummis sind noch dran. Was haben wir hier? Auch noch mal eine M18 Hellcat. Okay. Sehen jetzt tatsächlich identisch aus. Das haben wir hier, ein M36 Jackson. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also ihr seht, auch hier amerikanisches Modell. Ja. Das kennen wir von dem letzten Video. Da wurden dann noch zusätzlich persönliche Gegenstände oder auch Ausrüstungsgegenstände zwischen, also eingelagert. Das ist schon brutal. Und zwei haben wir noch. Das müsste ein Sherman sein. Genau, M4A3 Sherman. 5 Leute Besatzung. Bis zu knapp 50 km/h schnell. Das scheint ein sehr altes Modell zu sein. Ich kenne die auf jeden Fall noch mal anders. Und interessant, danke Mäcki, die waren häufig genietet bzw. halt mit Schrauben eingefasst, damit man die Kanone auch reparieren bzw. warten konnte. Und oft hat man auch die Ketten genutzt vorne, um zusätzliche Panzerung zu erlangen. Und unten drauf, unten drunter gab es häufig auch einen Ausstieg für den Fahrer, weil der den längsten Weg hatte und manchmal auch gar nicht selber rauskommen konnte. Last but not least, ich würde sagen, ein T-55, mal schauen. Genau, Tank T-55, sowjetische Bauart. Sehr schmal im Vergleich zu den anderen, schaut mal. Die Silhouette ist sehr gering, dafür etwas breiter. Auch die Ketten sind breiter und im sandigen oder aber auch eisigen Boden besser voranzukommen. Zwillingskanone oder MG obendrauf und ganz viele Tanks für die Reichweite.
Genau, nochmal spannend zu sehen. Und jetzt, last but not least, Emily ist schon in den Startlöchern, werden wir uns einmal das Gebäude hier unten anschauen. Natürlich betreten verboten. Aber das hat damals den Krieg miterlebt. Auch das da vorne. Und das macht es natürlich nochmal besonders, dass dieses Gebäude hier noch steht. Es ist häufig, dass die Gebäude dann halt abgerissen werden und was Neues gebaut wird. Genau. Einschusslöcher kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Wir kommen auch nicht näher ran. Aber es war natürlich für die Angreifer ein perfektes Ziel, beziehungsweise musste halt eingenommen werden, damit man hier die gegenüberliegende Flussseite überhaupt einnehmen bzw. bekämpfen konnte. Deswegen strategisch wichtig. Ein Mannbunker kennen wir alle. Irgendwie ein Behälter. Und wie gesagt, hier erkenne ich tatsächlich keine Einschusslöcher, aber der Putz ist auch schon über die Jahre abgefallen. Und überlegt mal, Leute, das wollen wir alles gar nicht miterleben, habe ich ja schon mal gesagt heute. Da oben sind Einschusslöcher, da oben. Auch größere Kaliber, meistens um die Fenster rum wurde viel gekämpft. So, auch das Museum komplett beschossen. Selbst das Haus da vorne, seht ihr das, hat Einschusslöcher. So, meine Freunde, also wir sind durch mit diesem Museum. Ich hoffe, die kleine Überraschung hat euch ein wenig gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall gefallen und sie macht Lust, nicht falsch verstehen, auf mehr Informationen, mehr Wissen über diesen Konflikt. Ja, weil ich dachte, Kroatien gab es schon immer. Nein, ist aus dem Jugoslawienkrieg entstanden, wie ich gerade gelernt habe. Wahrscheinlich wusstet ihr das. Mir war das nicht bewusst. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist einmal auf das Gebäude da vorne zuzugehen. Und damit wäre dieser Bereich auch komplett erkundet. Hier nochmal der Blick über die verschiedenen Waffengattungen. Insbesondere spannend die Panzer oder Truppenfahrzeuge, die ich noch nie gesehen habe. So, wir gehen einmal drumherum. Und ich dachte früher immer, dass ein Krieg an vorhandenen Strukturen irgendwie gekämpft wurde und dass man besondere Bereiche für einen Krieg genutzt hat. Aber dem ist natürlich nicht so, sondern man hat natürliche Barrieren genutzt. Manchmal ist es auch zufällig passiert, dass die Armeen oder einzelne Kampfgruppen aufeinander getroffen sind. Und schaut mal hier, das Haus hat noch ganz viele Einschusslöcher. Es wurde auch nicht renoviert, komplett. Hier haben wir den Brückenübergang, der musste natürlich strategisch gesichert werden. Und das sind die Gebäude und hier nochmal der Blick auf das Museum. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich bin jetzt für diesen Moment raus. Vielleicht geht das Video noch länger, deswegen nicht abschalten. Ansonsten an dieser Stelle, goodbye.